fast zu groß. Wenn man mal so das hier wegnimmt, aber. Also klar, ist ein super Salat, gell? Der ja, ist, unten fängt es ein bisschen an, aber Mai. Mein Gott, den Schnitt eben. Einen Millimeter höher und es passt. Genau. Und wenn mal, also, aber die kriegt man immer noch schön hin. Mal schauen, wie es bis Ende der Woche ist, wenn wieder Ernte ist, aber das passt voll. Die sind jetzt eben aus KW7. Ja, und haben schon lange gebraucht, aber gut im Jahreszeit. Aber ich meine, dafür, dass viele sagen, ja, Salat muss irgendwie komplett sauber und darf gar nichts feucht außenrum und so, ja. Dann sowas. Ja. Und die standen ja auch ganz schön dicht, ne? Die waren ja, als du angefangen hast zu ernten, haben die sich schon berührt wahrscheinlich, die oder? Die Salate pro Quadratmeter. Ja. Also weil pro Quadratmeter eigentlich sind ja nur 3-4 Quadratmeter. Genau. Also den Weg. Pro Beetmeter. Ja, genau. Ne, dann die Gurken jetzt schon drin. Fein. Und ich meine, dadurch, dass du eben mulchst, spielt es jetzt auch keine Rolle, wenn hier jetzt zum Beispiel noch der Postelein ist, der jetzt in die Blüte geht. Also, das ist eben kein Problem, ja. Und dann wird es einfach abgedeckt und stirbt dann. Genau. Ja. Und was wächst, das lief, also ich meine, der Postelein wird jetzt nicht mehr viel Masse machen, aber was wächst, liefert mir im Prinzip auch Mulchmaterial. Ja. Und ich denke, dass das, was da schon was größer gepflanzt und sind, stirbt eher ab durch eine Abdeckung, als das, was irgendwie gerade im Keim ist und eigentlich darauf ja auch ausgerichtet ist, sowas zu durchstoßen. Ne? Ja, die Erfahrung habe ich auf jeden Fall auch gemacht. Genau. Ich bin halt dann, ich hatte so ein bisschen die Frage mit dem Dünger. Mhm. Wie kriegst du den? Wo kommt der hin? Weil ich merke immer wieder, ich falle auf die Schnauze, weil ich zu wenig Stickstoff gebe. Mhm. Also ich vom Moorboden so. Die Gewohnheit, wenig zu düngen, bis auch teilweise gar nicht manche Kulturen. Also der Radi, den am Moorboden, da ging es ohne Düngen. Ja. Ja. Hier habe ich den schon gedüngt mit 40 Kilo oder so. Und da war ja letztes Jahr, also im Gewächshaus, also sollte eigentlich auch Nachlieferung sein, auch so früh im Jahr, denke ich ein bisschen. Aber der hungert schon ein bisschen. Und für die Gurken war dann für mich die Frage, wie kriege ich das jetzt hin? Die sind ja so letzte Woche vom Jungpflanzengärtner gekommen, dass die schon gut genährt sind. Ich habe halt in die Löcher. Ich habe nur kleine Löcher gemacht, aber da habe ich ein bisschen was rein. Also umgerechnet 30 Kilo N. Mhm. Und dann habe ich aber eben auch flächig was gestreut, ein bisschen nochmal so 30 Kilo von Anfang. Mhm. Nee, 60 glaube ich sogar. Muss ich nachschauen. Und habe dann eben den Kompost gleich drauf, dass er einfach schon ein bisschen anfängt umzusetzen und dann oben drauf liegt. Ja. So. Und jetzt bin ich mal gespannt. Also so, ich meine, mit dem Kleegrasmulch wird viel kommen. Aber letztes Jahr hatte ich. Also waren mir dann, wo der Kleegrasmulch umgesetzt hat, eigentlich die Pflanzen fast zu mastig. Okay. Klar, weil es war eben auch eben junges Kleegras eher und ich glaube, dass ich jetzt dieses Jahr vielleicht eher, wir werden auch Grünroggen ernten, dass ich vielleicht eher mit Grünroggen mich. Irgendwas mit ein bisschen weiterem Zellenverhältnis. Wobei ich natürlich, also ich bin noch ein bisschen am Hin- und Herbelegen, weil ich halt, also letztes Jahr standen die Pflanzen irrsinnig lang. Ich weiß nicht, ob deswegen ist, weil der jungfräuliche Boden, da war es einfach, die waren einfach top gesund. Mhm. Und ich will dann, wenn ich die erst Ende Oktober das los werde, ich will natürlich eigentlich möglichst früh schon mit den Herbstkulturen rein, weil das macht, da machen natürlich 2 Wochen Unterschied enorm viel aus. Auf jeden Fall. Und ja, aber ich habe mir gedacht, mein Gott, im schlimmsten Fall räche ich da irgendwie das, was übrig bleibt, raus oder am Weg. Das ist auch nicht tragisch, das ist auch schnell passiert. Ja. Und weil letztes Jahr hatte ich dann den Ehrgeiz, das kann ich doch jetzt nicht wegrechnen, das ist doch nicht blöd, du willst immer organische Masse auf deinem Beet haben und dann rächst du das raus. Und dann habe ich mich aber teilweise schon geärgert, dass es dann beim Hacken irgendwie schwer geht und so. Ja. Also, ja, muss man mal gucken, wie weit ich Kompromisse engen kann. Ja, und bei den Schnittkulturen muss es einfach sauber sein, sonst schneidet man oder fummelt man sich beim Schneiden das Zeug raus, das ist super nervig. Und auch die überwinternden Kulturen muss man einfach richtig gut hacken können, weil wenn das wirklich erst im November gesät oder gepflanzt ist, dann wächst natürlich auch nicht mehr so viel. Aber die Vogelmiere und so wächst schon. Und ich sag, wenn es ein Schnittsalat kommt, passt schon. Aber also wenn es eine Vogelmiere ist, aber oft ist ja dann irgendwas anderes auch dabei, was ich jetzt nicht drin haben will und so. Und das wird zu mühsam. Also da muss ich auch schauen. Also das. Na, da hatte ich schon mal, also wir haben es auch schon mal ausprobiert, aber auch die Idee mit dem dann vielleicht ein Gewebe. Also damals war es dann das verrottbare Zeug, das nicht verrottet.
aber sagen wir ein Gewebeband für den Winter nehmen mit engen Abständen und dann quasi ins Mulch reinpflanzen, das oben drauf. Und dann, gerade wenn wir jetzt so einen Postelei nehmen, der wächst dann oben drüber, dann hast du eine saubere, glatte Oberfläche, wo du schneiden kannst, und Ja. das Mulch ist unten drin, drunter. Verrottet vielleicht auch noch ein bisschen schneller, weil es warm ist und oder und feucht. Ja, daran habe ich auch schon mal gedacht, einfach Irgendwie so. mit der Mulchfolie. Ist ja die Frage wieder, wie sieht die dann im Frühjahr aus? Ja. Ja, ich habe mir eine gekauft. Also ich habe eine dastehen, aber ich habe sie noch nicht eingesetzt, weil irgendwie. Naja. So ganz sympathisch ist mir doch immer nicht. Aber für den Nee. Zweck ist eigentlich auch das, wo ich am ehesten denke, dann nehme ich es dann hin. Wäre vielleicht ein Kompromiss, sagen wir, hat auch einen Mulch im Winter und dann ist es halt nicht lebendes oder nicht Biomasse, sondern halt die Im Winter ist Folie. es okay, im Sommer will ich es halt überhaupt nicht nehmen, wegen Eben. der Hitze auch drunter und so. Und Ja. ja, ich meine, ich muss jetzt ein bisschen gucken, ich will eigentlich viel mit Mulch arbeiten, aber jetzt mit der Trockenheit und der Konkurrenz sozusagen ums Futter mit den Kühen Ja. muss ich ein bisschen schauen, wie viel ich da sozusagen den Kühen vom Futtertisch abluchsen kann, um's zu mulchen hernehmen. Ja, also darum freue ich mich erst recht, wenn es regnet. Ja. Genau. Aber drum ist auch, denke ich, einfach wichtig, wenn hier einfach viel wächst. Ja. Hier ist auch immer schon was da. Oder so wie jetzt hier der Rucola zum Beispiel da hinten. Den habe ich ja im Dezember gesät. Und dann einen Schnitt. Und dann ist er schon recht schnell in die Blüte. Ja, ich denke, also hier kommt die Woche dann die Paprika drauf. Und das mähe ich dann einfach ab mit der Motorsense. Sehr, 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 sehr tief, dass es erstmal wirklich ein bisschen auch dauert, bis es wieder austreibt. Ja. Und es kommt dann, glaube ich, aber schon wieder. Also ich habe da ja auch keine Erfahrung, ich mache es ja alles zum ersten Mal. Ne? Aber Nein, kann natürlich sein, dass wenn man hier drüber geht, dass er da dann wiederkommt. genau, aber er darf ja auch Aber wiederkommen. eben, Aber genau. ich mähe es ja ungefähr hier ab. Also ja, aber ich mähe es eben lieber ab, als dass ich es mulch, weil ich einfach will, dass schon einfach da schon eine Masse da ist, die das auch abdeckt. Ja. Und was ist das Blühende hier? Das war Rucola oder ist Rucola. Ist ja immer noch Rucola. Aber du kannst es nicht mehr ernten, oder wie, wenn es blüht, dann ist es bitter, oder? Ja, das wäre jetzt ein bisschen mühselig. Ja. Ja, die Ist ja Blätter auch halt viel Stiel, ne? zupfen. Ja, genau. Also wenn, dann müsste man ja wirklich sagen, so. Vielleicht kann man die Stiele blanchieren. Es ist echt eine schöne Pflanze, also eine schöne Blüte. Ich weiß gar nicht, wie schmeckt der so, habe ich nicht probiert. Oh, ist schon ganz schön scharf. Oh, Das ist ja. jetzt aber Salatrauke, ne? Und nicht wilde Rauke. Ja. Die Blüten kann man auch gut essen. Schmeckt gut. Also die kommen vielleicht nächste Woche in Schnittsalat. Was, die Blüte kann man essen? Also jetzt mal gucken, wie es mir nachher geht, aber ich gehe davon aus. Das schmeckt auf jeden Fall. Schmeckt gut. Ja, und schaut auch schön aus mit diesen Adern. Ja, die ist echt Hat schön. sogar schon Die ist zum. Genau, wollte ich auch gerade süß. sagen, Ach, gell? geil. Und trotzdem auch die Schärfe. Also das. Mhm. Genau, haben wir wieder was entdeckt. Ja. Ja, das da hinten ist ein. Und geht ganz gut zu ernten. Man kann Ja, das hier genau, das so. ist. Super. Das hier ist eine Vermehrung von bayerischer Rübe. Also bewusste Vermehrung. Also die habe ich von draußen reingeholt, selektiert, und das ist sowas, das ist so ein ganz selten gewordenes Gemüse. Da gibt es nur noch zwei Bauern, im Dachauer Raum und im Freisinger Raum, die aber auch bald aufhören damit. Und stand früher wohl neben bayerischen Kochbuch. Aha. Manchmal denke ich, bei solchen Sachen hat auch seinen Grund, dass es nicht mehr gegessen wird. Also ich bin zum Beispiel kein Stoppelrüben-Fan, aber ich mache das als Auftragsarbeit für Ackercoach. Das ist ja auch Arbeit, Ah und ja. die bauen es an Schulen an. Und ja, ist ein bisschen nah natürlich hier dran, gell? Die Blüten immer feucht, aber mal gucken. Die hast du im Herbst geerntet, dann Ja, genau, eingeschlagen und jetzt geerntet wieder. in die Kühlung und Ja. dann wieder raus. Da habe ich eigentlich auch zwei, drei Chicorée und zwei, drei Möhren dran, einfach nur wegen der schönen Blüte eigentlich. Aber da sind mir dann eben doch die Schnecken dran. Also die haben das ein bisschen weg. Wicke hinterlässt eine Ja, geile Hammer. Bodenstruktur. Also besser mit Sicherheit als hier jetzt der Rucola. Aber auch, also.
Ja, das ist trocken. Aber ich habe mich jetzt, ich wollte eigentlich heute früh schon gießen, aber dann habe ich gedacht, nee, lieber doch nicht. Jetzt ganz gut rum. Erst hat noch die Sonne rausgekommen. Ja, guck mal. Hier, ich komme mit dem Finger ohne Probleme einfach ja, rein. Ja, bis zur Bearbeitung. Genau. Und dann ist fest. Aber ja. Also ich würde hier auch das gerne dann mähen und tief lockern, aber da warte ich dann noch bis Freitag. Ja.